Donnerstagabend, Punkt 20 Uhr. Seid mir recht herzlich willkommen zu einer neuen Wanderung. Ich befinde mich heute im wunderschönen, grandiosen, einmaligen Emmerich am Rhein. Ja, am Rhein, vielleicht ja, gibt es vielleicht noch einen Emmerich hier an der Donau oder am Neckar, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben so am nördlichen Stadtrand geparkt. Wir kommen von hier, von der Spelbergstraße, wie man das was sagt. Wir sind jetzt hier an der Weseler Straße. Hier ist so eine kleine Kapelle, hier sind so ein paar Lichter hier. Gucken wir gleich mal, ob man da reingehen kann. Ja, im Moment hat so ein leichter Nieselregen eingesetzt, ne, der so meinen Puls ein bisschen wieder beschleunigt hat. Sollte eigentlich gar nicht regnen heute. Sind wir schon einen knappen Kilometer sind wir jetzt gelaufen. Und wir laufen heute vier Städte an. Darunter Netterden, Esheerenden und Stockum und Borchert, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, keine Ahnung. Ne, Emmerich liegt ja so an der niederländischen Grenze. Ne, kann man sagen, zwischen Wesel und Nimwegen und Arnheim, ne, wie auch immer, keine Ahnung. So, ja, jetzt hat den Sprühregen eingesetzt. Ne, jetzt kommt so ein Wind auch auf von vorne, ne, da wo wir auch hin müssen. Hier vorne ist so ein Obi, keine Ahnung. Gut. Dann laufen wir erstmal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. So, Kilometer 3. Ich finde mich jetzt hier in so einem Gewerbegebiet. Hier sind so einige Logistikunternehmen, sind hier ansässig. Hier auch so eine recht große Halle hier vorne. Eigentlich wollte ich heute überhaupt nicht laufen. Warte mal, ich mach mal so. Das ist ein bisschen einfacher für mich. Eigentlich wollte ich heute überhaupt nicht laufen. Noch heute vor eine Frühschicht gekommen und nicht so richtig Lust gehabt zum Laufen. Natürlich habe ich hier eine Sisi geschnappt und bin trotzdem unsere Runde mit ihr gelaufen. Aber die hat auch so ein bisschen rumgetrödelt. Wir sind nicht ganz so weit gelaufen. Ja, dann habe ich mich so im Laufe des Nachmittags dann entschieden, hier in Emmerich so ein bisschen zu laufen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nicht so nur in der Stadt oder nur auf dem Feld oder nur im Wald laufen. Und hier hast du so eine Runde, die ist so ein bisschen abwechslungsreich. Du läufst ein bisschen im Feld und dann kommst du wieder in die Stadt. Und mit Esheerenden, ne, ist halt auch eine etwas größere Ortschaft. Ne, die hat auch, glaube ich, eine Burg oder ein Schloss oder irgendwie sowas. Und das werden wir uns hoffentlich auch anschauen können. Nicht, dass es wieder gesperrt ist bei meinem Glück. Gut, damit würde ich sagen, weiter geht's. Jo, jetzt verlassen wir hier dieses Gewerbegebiet hier. Wollte heute auch nicht ganz so spät loslaufen. Ich hoffe mal, dass wir so irgendwann zwischen 1 und halb 2 irgendwie so fertig werden. Ja, ist um 2 Uhr zu Hause. Morgen früh muss ich ja direkt wieder los mit Sissi. Und dann geht es auch morgen direkt zur Mittagsschicht zeitig. Verlassen jetzt Emmerich. Wie gesagt, kommen jetzt gleich nach Netterden und zur Netterdenschen Straße. Und damit würde ich sagen, weiter geht's bei 30% Tageslicht. Ne, da vorne kann man noch nicht sehen. Da vorne laufen so ein paar Gänse da rum, ein paar Hasen, die hoppeln da so. Ja, und der Regen, ja, so ganz leichten Sprühregen haben wir noch, aber wirklich nur so ein Hauch. Ne? Also gerade an der Grenze zwischen, na, drehe ich jetzt um oder laufe ich doch weiter. Aber wenn er noch stärker wird, dann muss ich umdrehen. Jetzt war jetzt gleich 4 Kilometer gelaufen. Aber was willst du machen, ne? Kein Regenschirm mit. Ja, wo soll ich denn auch halten, ne? Hier die Kamera, da die Lampe. Ab und zu das Telefon zum Navigieren.
Ja, so ist es halt, ne? So, guck mal. Hier sieht er wieder besser aus. Damit würde ich sagen, weiter geht's. So, Kilometer 4 um 20.37 Uhr. So, wir kommen an der Netterdenschen Straße. Ich habe wieder ein Problem hier. Die Straße hat keinen Radweg. Jetzt muss ich so knapp 200 Meter in die Richtung laufen. Da vorne sehen wir die A57. Ja, da muss ich drüber weg. Und ich kann so in 200 Meter Entfernung kann ich erkennen, dass da ein Radweg anfängt. Aber da muss ich erstmal hin. Ja, und bevor es hier ganz dunkel wird, mache ich mich mal auf die Socken. Weiter geht's. So, da hinten im Hintergrund sehen wir noch mal das Gewerbegebiet, wo wir gerade durchgelaufen sind. Weiter geht's. So, willkommen an der A3. Kilometer 6,0 um 21 Uhr. Ich sage willkommen in den Niederlanden und in dem Örtchen Netterden. Ja, im Moment stellt sich das Örtchen so ein bisschen als, als ländliches Dorf dar. Das gehen wir jetzt hier vorne in etwas höher besiedeltes Gebiet. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Esherenden oder Sherenden. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Weiter geht's. Kilometer 7,2. Wir haben jetzt Netterden verlassen. War ein richtig nettes Örtchen, dieses Netterden. Schöne Kirche haben sie gehabt. Mir gut gefallen, sehr ruhig. Jetzt habe ich mir hier so eine Durchgangsstraße ausgesucht. Ne, für den Weg nach Esherenberg oder Sherenberg. Gut, müssen wir jetzt durch. Hier darfst du nur 60 fahren. Hier ist so ein kleiner Schutzstreifen ist hier vorne hier. Der ist aber auch schon verwaschen oder was weiß ich was, keine Ahnung, jedenfalls ist der kaum noch zu erkennen. Gut, jetzt haben wir noch einen knappen Kilometer und dann
melde ich mich wieder. Weiter geht's. Ja, und dafür, dass hier so eine Durchgangsstraße ist oder Verbindungsstraße, ne, ist es hier doch recht ruhig. Kilometer 12,1 um 22.09 Uhr. Ich sage willkommen in Esherenberg. Ja, damit ist der östlichste Punkt unserer Tour erreicht. So, Kilometer 13,4 um, was haben wir jetzt, 22.27 Uhr, nach endlosen 3,5 Kilometer hier vom Gewerbegebiet aus, haben wir hier die City erreicht. Ja, hier haben wir irgend so ein komisches Denkmal, keine Ahnung. Ja, so ein Hirte. Und jetzt gucken wir uns die Innenstadt an. Damit würde ich sagen, weiter geht's, schwitzend und schnaufend. Ne, guck mal, herrlich. Kein Mensch hier. Sind wir ganz alleine. So muss das sein. Am Donnerstagabend. Ne? Und nicht wie am Samstag, dass sie alle mit ihren Autos durch die Gegend knattern und Motorrädern und was weiß ich auch immer. Weiter geht's.
Ja, und damit sage ich herzlich willkommen an the Stadtplane oder on the Stadtplane, keine Ahnung. Da ist eine Mieze, die ist sich am Putzen. Gehe ich mal hin. Ne? Katzen müssen begrüßt werden. Hallo Mieze. Hallo Miezi. Hallo. Hallo Mieze, brauchst keine Angst haben, tu dir nichts. Ja, gut. Eigensinnig wie alle Katzen. Weiter geht's. So, ja, für den langen Anmarsch, ne, war das eine recht kleine Stadt hier, ne, oder Innenstadt vielmehr, ne, war aber schön alles beleuchtet, schön ruhig, hat mir sehr gut gefallen. Ja, jetzt kommen wir gleich zum Schloss Huisberg oder Huisberg, wie es heißt. Und da hoffe ich mal, dass wir so einen kleinen Blick erhaschen können, da das nicht abgeschlossen ist oder abgesperrt ist. Und ja, dann geht es direkt nach Stockholm. Weiter geht's. So, ja, Pech gehabt, ne, wie man hier sehen kann, der Ding gerade renoviert, ne, kann man auch sehen, da vorne an diesen Planen, die da von oben runtergelassen sind, ne, ja, und hier mal, Tor ist leider abgesperrt. Gut, wir haben hier vorne haben wir noch so eine kleine Kirche, gucken wir uns an, da ist so ein kleiner Friedhof, vielleicht kommen wir da hin, weiter geht's. Ja, und hier vorne habe ich mich gerade richtig auf die Fresse gelegt. Ne? Ich laufe hier vorne lang. Hier, ne, will dieses Schloss filmen. Lauf hier, gehe vom Weg ab und hier ist so, so eine Kette. Habe ich mich voll auf die Fresse gelegt hier. Weiß nicht, ob man sehen kann. Ah, na gut. Jetzt muss ich mir erstmal einen Weg suchen. Hier außen rum, um dieses komische Schloss. Ich hoffe, da komme ich rum. Ansonsten muss ich zurück zur Hauptstraße. Das ist nämlich ein tierischer Umweg. Warte mal. Jetzt gucke ich mal hier auf mein Telefon. Telefon sagt. Puh. Ja. Wir müssen jetzt hier. Außenrum gibt es einen Weg. Ja, ich habe ja immer so ein Glück. Ne? Wenn irgendwann mit Schloss oder Burg irgendwas ist. Ne? Warte mal, jetzt mache ich erstmal Licht an, bevor ich hier. So, bevor ich nicht wieder auf dem Bad lege. Ne, wenn irgend sowas ist, dann habe ich immer noch Glück, das wird gerade renoviert. Oder sonst irgendwas. Naja gut. Ärgern wir uns nicht. Wie gesagt, jetzt gehen wir hier einmal rumrum. Hier so außen, so eine kleine Parkanlage. Und dann geht es nach Stockholm. Weiter geht's. Ach, jetzt weiß ich auch, warum hier abgesperrt ist hier. Hier sind so Gänse hier vorne. Vielleicht kann man sie sehen, da vorne. Ja, und da hinten knattert so ein Motorrad. Ja, ich tu euch nichts, ne? So. Ja, jetzt störe ich natürlich hier die ganzen Viecher. Da tut mir natürlich sehr leid. Aber ich weiß mir nicht anders zu helfen. Ich muss jetzt hier lang. Das ist der kürzeste Weg. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. Guten Abend, Enten. So, hier haben wir noch mal einen letzten Blick auf das Schloss da hinten und die Kirche, wo wir jetzt hier im Wald verschwinden.
Und dann müssen wir jetzt runter. Weiter geht's. Kilometer 15,3 um 22.56 Uhr. Ja, der Wald ist durchschritten. Jetzt komme ich an so einem, vielleicht kann man sehen, so ein Weinanbaudingen hier. Mit Wein angebaut, haben wir gerade auch gesehen. An einem Schild kannst du Weinprobe machen. Und das machen wir aber jetzt nicht. Gibt ja noch keinen Wein. Und jetzt gehen wir nach Stockum. Wie vorhin schon erwähnt, das war knapp 500 Meter. Da vorne habe ich auch so eine alte Mühle gesehen, das kann man von hier aus jetzt nicht sehen. Ich hoffe mal, da kommen wir dran vorbei. Die ist nämlich so schön beleuchtet. Weiter geht's. Boah, und es ist so unendlich warm, ne? Boah, so eine feuchte Luft hier. Ne, die Wiese hier, da ist so Tau. Schuhe sind schon nass. Vorne kommt eine Straße, ich weiß nicht, ob man sieht, da vorne ist auch noch ein Haus. Und das ist das erste Haus von Stockum, wenn ich Komoot richtig gelesen habe. Ich keine Ahnung, wie der Wald hier hieß, den wir gerade durchquert haben. Nee, da hat sich Komoot so ein bisschen bedeckt gehalten und hier Google Maps auch. Gut. So, aber was ich immer höre, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch hört. Die Autobahn. Für mich die Autos von der Autobahn. Ne, die hörst du die ganze Zeit. Kann ich von hier auch. Hier läuft es so ein bisschen erhöht. Ich bin gerade so ein bisschen raufgelaufen. Ich weiß nicht, ob man es da ganz, ganz hinten sieht. Wenn die vorbeifahrenden Autos und die Lichter. Ne? Das war der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen am Schwitzen bin. Ein bisschen außer Atem bin. Ne? Ich bin so ein Stück bergauf gelaufen. Und gut. Hier können wir Pause machen. Ist noch nicht nötig. Machen wir gleich in Emmerich. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ja, ich muss aufpassen. Diese Wiese ist nass. Die nicht auf die Nase legst. Da vorne ist so eine Hauptstraße. Weiß nicht, ob man die erkennt. Aber wir müssen hier in diese Richtung. Da vorne. Weiter geht's. Kilometer 15,9 um 23.03 Uhr. Willkommen an der Mühle. Von hier oben hat man, ich weiß nicht, ob man sieht, einen wunderbaren Blick hier auf Stockum. Wo wir gleich runtergehen. Hier auf der anderen Seite, da kann man ganz im Hintergrund kann man die Autobahn noch erkennen. Ne? Von da hinten sind wir gerade gekommen, sind wir hier aufgestiegen. Ich glaube, wenn man hier tagsüber hingeht, hat man einen wunderbaren Blick. Weil wenn auch noch die Sonne scheint, keine Ahnung. Ne, da ist die Zufahrtsstraße hier vorne, wo das Auto fährt, nach Stockum. Wir gehen aber hier ins Feld, ne, und erreichen dann Stockum
über die Stadtmitte. Weiter geht's. Ne, guck mal hier. Hier ist auch eine. Hier sind so Bänke, kann man sich hinsetzen. Ne, kann man rasten und die Aussicht genießen. Richtig schön. Und da gehen wir jetzt lang. So, das wird wieder eine nasse Sache hier. Ne? Schmaler Weg mit Gras hoch bewachsen. Hier mitten über die Wiese. So machen. Warte mal. Dann kann man das auch mal sehen. So, der Weg hier, der wird immer enger. Hier muss man aufpassen, hier ist der Stacheldrahtzaun hier, dass hier nicht die Klamotten aufhaust. Hier ist das Gebüsch, da sind auch die Dornen dran. Ne, hier unten ist der Weg, der richtig zugewachsen ist mit dem Gras. Ich bin ja schon am Warten wie so ein Storch im Salat, damit meine Füße nicht allzu nass werden. Mal nass ist ja gut, aber ich habe noch 10 Kilometer zu laufen. Und da muss ich nicht mit nassen Füßen machen. Der Weg, der scheint ja auch kein Ende zu nehmen hier, wenn man das so sieht. Ich kann zwar schon das Ende von dem Weg sehen, aber das sind noch locker 400 Meter oder 500 Meter. Na gut, weiter geht's. Da oben die Mühle, ne? Wunderbar. So, ich weiß nicht, kann man das sehen? Das Gras wird immer höher hier. Da vorne wird auch nicht besser. So ein Scheiß. So, so, ich weiß nicht, kann man sehen, da oben ist die Mühle, da komme ich her. So, und das Ding heißt jetzt hier Rosenkampfsweg und Gildestraat. Wir kommen in Stockholm. Weiter geht's.
Kilometer 17,4 um 23.26 Uhr. Ja, mit diesen letzten Höfen verlassen wir jetzt auch Stockum. Gehen jetzt hier vorne weiter zur A3, die wir passieren müssen. Das ist noch vielleicht so 500 Meter. Kommen dann nach Borges oder Borges, ne, wie auch immer. Hier vorne war noch ein Gehege mit Rehen. Da wollte ich jetzt aber nicht reinleuchten. Ne? Die sollen ja ihre Ruhe haben, die Viechers. Und ja, irgendwo schleicht auch noch der Fuchs rum. Er hat mich gesehen, ist aber nicht weggelaufen. Gut, temperaturmäßig ist mir immer noch warm. Keine Ahnung, ob das die Luftfeuchtigkeit ist. Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir hier vorne rein ins Feld. Das ist die letzte Laterne hier. Damit würde ich sagen, weiter geht's. So, und dann wollte ich noch was sagen, und zwar in eigener Sache. Betrifft die Benachrichtigung bei YouTube. Ich hatte ja vor einigen Wochen mal gesagt, dass ich keine Benachrichtigung mehr bekomme, wenn Kommentare geschrieben werden unter meinen Videos. Das ist immer noch so. Ich weiß nicht, was da los ist. Ne, ich habe YouTube Premium. Die Frau hat kein Premium und bekommt die Benachrichtigungen. Die Tochter hat auch Premium, bekommt auch keine Benachrichtigung. Keine Ahnung. Dann habe ich YouTube angeschrieben. Und tatsächlich haben wir auch Antwort bekommen. Und die Antwort von YouTube war gewesen, ich sollte doch die Benachrichtigung einschalten. Ne, das ist doch ein guter Tipp. Ja, genauso wie bei meinem Laufprogramm. Ich habe zwei Laufprogramme. Einmal Komoot und das nutze ich fürs normale Aufzeichnen und auch fürs Live-Tracking. Und dann habe ich einmal Rantastic, also Adidas Running heißt das jetzt wohl irgendwie sowas, keine Ahnung. Früher hieß das mal Rantastic. Und ja, dieses Programm benutze ich nur für die Kilometerzählen, weil ich dort Touren nachtragen kann. Ne, hast du mal vergessen, irgendwie die Tour aufzuzeichnen, kannst da manuell die Touren nachtragen. So, jetzt ist es aber so, Rantastic hat ein schönes Widget, das zeigt dir schön an, die gelaufenen Kilometer, Woche, Monat, Jahr. Und seit einigen Wochen funktioniert dieses Widget nicht mehr. Ne, da zeige ich dir gar nichts an. Und ja, dann habe ich Adidas Running oder Rantastic, habe ich den Support angeschrieben und den direkt den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, den Premium-Tipp mit der App deinstallieren oder wieder neu aufspielen. Ne, habe ich schon gemacht, es funktioniert nicht und darauf habe ich keine Antwort bekommen. Ne, so kann man auch machen. Mittlerweile sind zwei Updates gekommen, aber das Ding funktioniert immer noch nicht. Obwohl in der App werden die Kilometer dann noch gezählt. Ja, so ist es. Ne? Jetzt gehen wir hier vorne die Brücke rauf. Da oben haben wir dann die A3 erreicht. Und jetzt sind wir schon bei Kilometer 18,2. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. Uhr, 3 Stunden und 47 Minuten gelaufen, 18,9 Kilometer. Ich sag, wir kommen in Borges, ne, das ist ein kleiner Ort mit so ein paar Häusern. Und dann gehen wir jetzt gleich noch mal durch den Wald und dann kommen wir auch schon nach Emmerich. Ne, so schnell geht das. Weiter geht's. Wirklich nur drei Häuser hier. Das muss ich gleich mal auf mein Komoot gucken, wo ich lang muss, ob ich jetzt hier links muss oder hier geradeaus. Weiß ich nämlich gar nicht. Da steht es, wir kommen in Borges. Mann. Golfplatz Borges.
und Kapelle Borghese. Ist hier, keine Ahnung, ist das Kapelle? Ah, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier vorne noch, was haben wir hier? Schlösschen Borghese. Und hier ist die Borgeser Straße, nehme ich mal an. Wo ist denn das Schild hier? Nee, Borgeser Weg. Borgeser Taube. Weiter geht's hier lang. So, kurze Planänderung. Ich gehe jetzt hier nicht durch den Wald. Nee, das ist mir so ein bisschen zu matschig. Haben wir ja gerade gesehen. Bin da schon weggerutscht. Da war nämlich der Anfang von dem Waldweg. Ja, wir gehen jetzt hier den Borgeser Weg entlang, ne, bis zum Ende, so knapp 500 Meter. Dann kommen wir schon nach Emmerich rein und müssen dann noch bis in die Stadtmitte laufen. So knapp 2 Kilometer. Hier ist so eine Schule. Ne, keine Ahnung. Borgeser Schule. Ich weiß es nicht. Da kommt ein Auto. Jetzt muss ich Licht anmachen. Weiter geht's. Kilometer 20,9 um 0.11 Uhr. Das hier oben ist die Kleverstraße. Ja, jetzt gehen wir gleich zur Eltener Straße und dann laufen wir bis zum Rhein. Und dann sind wir auch schon in der Innenstadt. Weiter geht's. Kilometer 21,5 um 0.19 Uhr. Wir kommen an der Eltener Straße. Gehen jetzt hier gleich nach Emmerich rein. Und wie gesagt, dann laufen wir bis zum Rhein. Das ist noch so einen knappen Kilometer. Da sehen wir uns wieder. Weiter geht's.
Ja, und damit sage ich herzlich willkommen hier am Rhein. Ganz schön windig heute hier. Hier ein Stückchen von der Innenstadt haben wir schon gesehen. Jetzt gehen wir ein Stück am Rhein entlang und schauen uns den Rest von der Innenstadt noch an. Jetzt haben wir 0.37 Uhr, Kilometer 22,7. 4 Stunden 36 gelaufen. Weiter geht's. Ja, hier musst du tagsüber hinkommen. Ne? Hier ist ein klasse Blick. Ne? Hier auf den Rhein. Ne? Hier hinten die Kirche. Ne? Sieht schon klasse aus. Früher war auch die Brücke. Da vorne ist die Emmericher Brücke. Die war auch mal beleuchtet irgendwann. Habe ich so im Hinterkopf. Aber ich glaube, das wird irgendwann abends abgeschaltet. Ne? So. Treppe runter haben sie gut gemacht. Ne? Hier so ein Ding hier. Im alten Aussichtsturm. Wo müssen wir jetzt lang? Da ist so eine beleuchtete Figur. Da gehen wir jetzt hin. Weiter geht's. So, ja, ich habe mich jetzt gegen den Rhein entschieden. Gehe jetzt hier vorne die Fußgängerzone entlang, weil ich glaube, A, da gibt es mehr zu sehen und B, sind da auch keine aggressiven Jugendliche, ne, die da unten, ich weiß gar nicht, haben die alle keine Arbeit oder was? Ne? Wir haben gleich 1 Uhr. Na gut. Weiter geht's. So, was ist hier los?
Hubschrauber. Jetzt wollte ich mir hier vorne, jetzt wollte ich mir da vorne an dem E-Kiosk, wollte ich mir was zu trinken holen und was zu schnabulieren. Ja, hat der zu. Google sagt 24 Stunden geöffnet. Zu, verschlossen. So ein Dreck. Ja, jetzt kann ich sehen, wo ich was herkriege. Wir haben nämlich jetzt 1.03 Uhr. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, ne? Jetzt gehe ich zum Auto. Wir haben 24,5 Kilometer gelaufen, sind jetzt 5 Stunden und 2 Minuten unterwegs. Es reicht, ne? Es reicht. Ne? So schön wie die Innenstadt auch ist. Ne? Daneben dem Dings war eine Spielothek oder eine Spielhalle, keine Ahnung. Da kam ein Nicht-Deutscher, kam da raus, Hose runter, Dingen raus, pinkelt. Ich habe den angeleuchtet, hat den gar nicht interessiert. Weiß ich nicht. Ich bin noch Schweine rumlaufen, aber ich habe keine Ahnung, was den Leuten los ist. So, jetzt haben wir hier, guck mal. Ist hier so ein Bahnübergang hier vorne. Ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt. Müssen wir gleich mal gucken. Da noch gar nicht aufs Telefon geguckt. Ich weiß nur, dass ich hier geradeaus muss. Na, schön. Es kommt ein Zug. Schranke geht runter. Super. Super. Kannst ja auch noch stehen bleiben. Wo kriege ich denn jetzt was zu trinken her, Leute? Nirgendwo, ne? Warte mal. So, jetzt muss ich hier geradeaus. Und dann muss ich... Warte mal. Ja, ja, halt die Klöpper da drüben. Da links rum. Ja, dann haben wir noch so 500 Meter bis zum Auto. Ne? Oder 600. Und dann war es das auch, ne? So. Meine Fresse. Stehst du bestimmt hier eine halbe Stunde? Mal gucken, ne? Wie lange wir jetzt hier stehen. So, mittlerweile 1.07 Uhr. Kann ich ja noch ein bisschen erzählen. Die beiden Jugendlichen sind da die Richtung gelaufen. So, mittlerweile haben wir 1.08 Uhr. Ne, 1.09 Uhr haben wir schon. Ne, ich stehe seit 5 Minuten, stehe ich jetzt hier. Kommt kein Zug. So, 1.09 Uhr. Ich habe sehr lange gewartet auf den Zug, ne, der jetzt da kommt. Kann man hören? Da ist er, der Lümmel. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich lang muss. Die Straße gabelt sich hier zweimal. Na, natürlich wieder verkehrt rum. Wie immer. Ne? So. Ich muss hier oben lang. Genau. Was? Kommt da noch ein Auto? Gut, 1 Uhr und 11 Minuten. Genau, 25 Kilometer gelaufen. 5 Stunden und 11 Minuten unterwegs. Ja, das war also Emmerich. Muss ich nicht nochmal haben. Ne? War ganz nett anzusehen. Aber mehr auch nicht. Ne? Dafür waren die ganzen anderen kleinen Ort umso schöner. Was? Ist ganz schön laut dafür, dass ich den Ton leise gemacht habe. Warte. Ja. Stimmt doch. Weiß gar nicht, was die wieder zu meckern hat. Komoot. Ja, was wollte ich sagen? Emmerich muss ich nicht nochmal haben. Die anderen Orte, die waren okay. Ne, überall waren so Wegweiser und Karten und Touren und Routen und was weiß ich noch ausgeschildert. Richtig klasse. Und was ich sagen muss, in den Niederlanden, ja, auf der niederländischen Seite, da bin ich die Landstraße lang gelaufen. Da kamen so drei Autos insgesamt, ne, auf dem 3-Kilometer-Stück.
Und die fuhren alle langsam. Die haben alle Rücksicht auf mich genommen. Ne? Kennst du in Deutschland gar nicht. Da wird gefahren ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Hast du gefälligst an der Seite zu gehen oder zu springen oder im Dreck zu gehen oder sonst irgendwie was? Nein, die haben Rücksicht genommen. Klasse. Und was mir auch aufgefallen ist, die Niederländer haben keine Vorhänge, ne, in ihren Fenstern. Warum auch immer. Na gut, ich habe es jetzt noch so 300 Meter bis zum Auto. Damit geht die Tour auch nun leider zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, weiter geht's. Wenn euch die Tour gefallen hat, könnt ihr gerne wiederkommen. Und Kamera aus.